Ganz ehrlich, dass das, was Leute oft sagen, dass man einfach viel mit Freunden reden soll, dass das zum Beispiel eine Sache ist, die gar nicht so hilfreich ist. Denn eine psychische Krankheit ist eben eine psychische Krankheit. Und mit einem, wenn du Herzprobleme hast, dann redest du ja auch nicht mit Freunden. Insofern, Freunde sollen insofern, finde ich, da sein, als dass sie sehen, es gibt ein Problem, das nicht hinterfragt wird, ob es ein Problem ist oder nicht, sondern das einfach wahrgenommen wird, für diese Person ist es ein Riesenproblem, damit ist es eins. Und dann einfach tatsächlich aktive Hilfestellung. Natürlich da sein und zuhören, aber nicht so Kram sagen wie, geh doch mal raus oder so, sondern let's face it, du bist krank, geh zum Arzt, Punkt. Und wenn die Person das nicht hinkriegt, und das ist sehr wahrscheinlich, dass die Person es nicht hinkriegt, gerade Leute mit Depressionen kriegen den Hintern biologisch nicht hoch, es geht nicht, Antriebslosigkeit, Punkt. Dann ruhig Leute an die Hand nehmen. Ich wurde damals, als es bei mir doof war, tatsächlich aktiv von einer Freundin geschultert und vor eine medizinische, psychiatrische Notanstalt gestellt, im Sinne von, komm, wir gucken einfach mal, wir können ja wieder gehen. Also ruhig Leute nehmen, nicht gegen ihren Willen, aber helfen, auf dem Schirm haben, dass die Kraft manchmal nicht da ist und gleichzeitig nicht Therapeut spielen. Ich finde das wirklich falsch. Ich finde Zuhören wichtig und ich finde, ich sehe deine Emotionen und dir geht's schlecht, ist ganz wichtig, aber Freunde ersetzen keine Hilfe, wirklich, wirklich nicht. Man nimmt sich als Freund und auch als Partner und Familienmitglied diesen Rucksack, setzt man sich aus Versehen manchmal auf, weil Menschen gut sind, weil Menschen denken, ich möchte dir helfen, komm, ich nehme den Rucksack. Aber das hilft selten. Das macht dem Hilfesteller oft auch Probleme, weil das ist, wie gesagt, eine Krankheit. Es braucht dafür einen therapeutischen Ansatz und einen vielleicht sogar medikamentösen. Es gibt so tollen Kram, den man auch in kurzer Zeit inzwischen machen kann. Tageskliniken. Man muss gar nicht mehr zu Therapien notgedrungen gehen. Man kann richtig, das ist wie ein Job, gehst um 10 Uhr hin, bist um 3 wieder raus, kannst trotzdem Eis essen, vögeln und so, aber tagsüber ist dein Job, gesund zu werden. Das Problem ist, dass die Menschen bis heute nicht so richtig wahrnehmen, dass es eben, wie du schon sagst, tatsächlich Krankheiten sind. Eine psychische Krankheit ist keine Befindlichkeit, keine Sonderlichkeit. Also es macht einen oft zu einem sonderbaren Menschen im Vergleich zu anderen, aber das ist nur eben quasi ein Symptom von einer richtigen Krankheit, die tödlich ist. Leute haben das, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Eine Depression ist eine Krankheit, die tödlich verlaufen kann, aufgrund von einem sehr wahrscheinlichen Selbstmord. Und auch andere psychische Krankheiten, mir fallen sie gar nicht ein, aber all die sind sehr schwer zu ertragen, sodass ein Selbstmord oft eine logische Lösung zu sein scheint für Leute. Und auch Drogensüchte oder überhaupt Süchte sind auch psychische Krankheiten. All das kann tödlich enden. Das ist also wirklich genauso gefährlich wie ein Herzfehler oder, keine Ahnung, ein Tumor oder was auch immer. Und dennoch sagen Leute zu einem, geh doch mal spazieren oder lächel doch mal oder hab dich nicht so oder so. Das würdest du im Leben nicht zu jemandem sagen, der mit einem Herzinfarkt am Boden liegt. Entspann dich mal ein bisschen, Mäuschen. So, und ich glaube, diese Wahrnehmung, das ist etwas, was auch mehr kommuniziert werden muss. Es ist wirklich eine Krankheit. Es ist biologisch, wissenschaftlich nachvollziehbar, was da nicht in Ordnung ist. Dementsprechend gibt es aber auch biologisch nachvollziehbare Medikamente und Hilfe, also im Sinne von Therapiemöglichkeiten und so. Das ist eben die gute Nachricht. Die schlechte ist, es ist wirklich ernst zu nehmen, denn man kann daran sterben. Die gute ist, sucht euch Hilfe und sterbt nicht dran. Es ist nicht immer so einfach, ich weiß das. Das kann jahrelang dauern und in ganz beschissenen Fällen wird man vielleicht nie wieder richtig gut, aber man kann trotzdem sein Leben leben, ohne sich zu umzubringen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das wirklich wenig Leute noch wissen. Dass die denken vielleicht maximal noch, naja, Depression kenne ich, meine Mutter war auch lange traurig. Und ja, aber man weiß nicht, wie sehr so ein Mensch traurig ist. Wer nur im Bett liegt, sieht vielleicht traurig aus, aber innen drin kämpft er mit Dämonen ohne Ende. Und das ist eben so schwer zu sehen. Wir sprachen schon drüber, es blutet nicht, man sieht keine offenen Knochen. Es sieht aus wie ein Mensch, der nur nicht so gut gelaunt ist. Aber es ist tödlich. Ich glaube, dass die Problematik immer noch ist, dass so eine psychische Krankheit einfach nicht richtig greifbar ist. Es blutet nicht vernünftig, es tut nicht richtig weh, nirgendwo sind Knochen zu sehen. So alle Erkennungsmerkmale von, wow, Achtung, dem Menschen geht's schlecht, der braucht Hilfe, sind bei einer psychischen Krankheit nicht da. Du siehst von außen maximal vielleicht schlecht gelaunt oder merkwürdig aus und dann kriegst du eben Sätze wie, geh doch mal spazieren oder mach doch, kümmere dich mal mehr. Man muss sich auch kümmern, aber die Leute verstehen nicht, dass das innen drin genauso wehtut und unangenehm ist wie etwas, das sehr stark blutet oder ein offener Bruch ist. Egal, ob Depression, Angststörungen, Schizophrenie,
alles, was es gibt. Man sieht es von außen selten und das ist das Problem, dass Leute vielleicht sogar bereit sind zu reden, aber dann im Endeffekt doch noch, wenn sie nicht selber Erfahrung damit haben, kein Gespür dafür haben, dass ein Mensch, der von außen gesund aussieht, von innen krank sein kann, ohne dass es auf einem Bluttest basiert oder auf irgendwas, was richtig nachvollziehbar ist. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, das zu normalisieren, dass auch im Biologieunterricht, ich weiß gar nicht, ob im Biounterricht so körperliche Krankheiten durchgenommen werden, wahrscheinlich. Warum nicht auch die Birne? Warum nicht auch erklären, wie ein Gehirn funktioniert? Das ist ja auch keine Verrücktheit, sondern dennoch basiert all das im Kopf auf Hormonen. Alleine Depression ist nachweisbar ein Mangel von einem bestimmten Neurotransmitter, pipapo. Es ist also auch Wissenschaft, auch Physik, auch Biologie. Warum nicht von vornherein klar machen, Menschen können Herzinfarkte kriegen und Menschen können sich ein Bein brechen und Menschen können eine Depression kriegen und Gebärmutterkrebs als Beispiel. Nicht sehr attraktiv, was man da alles kriegen kann, aber dass das eben nach so einem Komma steht und nicht so, und außerdem gibt es noch psychische Krankheiten. Ich glaube, da muss man ganz früh bei Kindern anfangen. Man muss auch Kindern erklären, die Mama ist nicht nur traurig, sondern was auch immer. Ich kenne erwachsene Menschen, die cool und lässig sind, die wie ich sind, nämlich cool und lässig. Und die trotzdem sagen, ja, aber Antidepressiva, das verändert einen. Und dann denke ich so, wie kannst du denn im Jahr 2021 das glauben? Dass die sind ein verdammter Segen für eine kurze Zeit und so. Dass das von allen Seiten mehr kommuniziert wird. Du fragst im Grunde die falsche und die richtige gleichzeitig, weil ich mich ja weigere, irgendetwas ohne Humor zu machen. Ich mach's einfach nicht. Es hilft mir, es unterhält mich, es unterhält alle anderen. Ich habe Witze mit meiner Freundin, deren Partner gestorben ist an Krebs und wir haben Schuhe gekauft für die Beerdigung. Beschissener geht's ja gar nicht, aber wir haben es hingekriegt, da zu stehen und zu sagen, Alter, wir haben auch schon mal unter geileren Umständen Schuhe gekauft und nicht so schwarze Slipper, damit man nicht so, weißt du, das muss gehen. Damit, also ich finde, das Einzige, was man beachten muss, ist, versuch zu eruieren, wie dein Gegenüber drauf ist. Nicht jeder findet es gut, aber da bin ich einfach, ich habe ein gutes Gespür für Menschen und ich mache trotzdem immer irgendeinen Witz, weil Witze auch biologisch entlastend sind. Das ist keine Ideologie. Das ist wie so ein Schütteln. Wie wenn ein Hund Stress hat, schüttelt er sich danach, weil das tatsächlich ab muss. Und so ein Witz machen hat im besten Fall Lachen zur Folge und Lachen macht genau das Gleiche. Es hilft also. Man muss natürlich aufpassen. Ich finde, Humor darf immer sehr weit gehen, ehrlich gesagt. Ich habe meinen Hund einschläfern lassen müssen und wir sagen bis heute, dass wir ihn ermordet haben. So, und das ist schon relativ low. Das noch mit Menschen und so. Aber wenn dein Gegenüber das kann und wenn dir das hilft, dann geht so weit, wie ihr wollt. Also ich habe mit Psychiatern schon die derbesten Psychowitze gemacht. Lachen hilft immer. Lachen entzaubert, verzaubert und entzaubert auch gleichzeitig Situationen. Lachen macht so, dass kurz alle mal wieder da sind und kurz, okay, wo waren wir nochmal? Und dann kann man sich sortieren. Also immer unbedingt Witze machen über alles. Nur eben gucken, was dein Gegenüber mag. Wenn da jetzt jemand sitzt, der gerade erst festgestellt hat, dass er, der gerade seine erste Panikattacke überstanden hat, ich könnte mir vorstellen, da andererseits, ich wüsste schon direkt, was ich sagen will. Also ich, ehrlich gesagt, mache immer Witze. Also guck, wie dein Gegenüber das geht, aber unbedingt. Und auch das hilft zur Normalisierung. So alles, was keine Witze verträgt, wird zu einem Tabu. Ich könnte, ohne Scheiß, mir fällt nicht ein Thema ein, wozu man keinen Witz machen könnte. Vielleicht ein oder zwei, aber ich würde trotzdem einen ziemlich guten Witz dazu machen können.